Hallihallo, willkommen zu einem neuen Freitag und einem neuen Video von mir. Oder wann auch immer ihr das natürlich guckt. Erstmal kurz zu mir. Ich heiße Sedna, bin 37 Jahre alt und lebe hier in Erfurt mit meiner kleinen Tochter und meinem Mann. Genau. Ja, heute, was gibt's? Ein paar Sachen sind fertig geworden. Ich habe sogar zwei neue Anschläge. Und ja, dann wollen wir doch einfach auch gleich mal loslegen, dass ich euch gleich mal zeige, wie es so weitergeht. Zu Beginn, das hier ist eine Dauerwerbesendung. Ich zeige euch Rollen, Designer, Namen, ja, wie auch immer. Das könnt ihr euch irgendwie veranleiten zu irgendeinem Kauf oder sonst was. Deswegen, genau, legen wir gleich mal los mit der ersten Sache, die fertig geworden ist. Und zwar meinen Bananensocken. So. Dann sehen, hier sind sie. Deswegen auch Bananensocken, weil die nämlich so schön krumm sind wie eine Banane. Den einen hatte ich ja letzte Woche schon fertig und habe, ich glaube, letzte Woche gar nicht an dem zweiten groß gearbeitet gehabt. Da war ich ja irgendwie nur hier. Gerade mal den Anfang, weil ich euch das ja abgefilmt habe. Apropos, kommt jetzt am Samstagmittag die Anleitung dazu kommt raus. Ne? Das Tutorial. Also, wie gesagt, bleibt gerne dran, abonniert, dann könnt ihr das auch nicht verpassen. Da erkläre ich, wie man die strickt. Das ist eigentlich super simpel. Ist ein sehr, sehr schönes Prinzip. Die sind wirklich, ja, einfach ohne Ferse. Also wer einmal sagt, ich habe immer Angst bei sowas mit Fersen und weiß nicht, wie das geht, man muss eigentlich nur rechte und linke waschen können. Und schon klappt das ganz gut. Ja. Die Wolle ist eine Ferne Wolle, Mali Socks. Ich weiß jetzt gar nicht, die. Ich habe die Kette natürlich auch wieder nicht mehr hier. Alles schon weggepackt. Ja. Aber in so schönen Grüntönen, schön wildert auch so ein bisschen und fand ich einfach schön frühlingshaft. Und ich kann euch mal ganz kurz, habe ich hier, ja, ich habe hier ein Sockenbrett, mal zeigen, wie sich das nämlich verhält. So. Durch die verschiedenen rechten und linken Maschen nämlich legt sich das einfach so schön hin, dass ihr dann seht, das passt dann richtig gut auf den Fuß. Also wirklich sehr einfaches Prinzip, aber sehr effektvoll und das sieht dann richtig schön aus. Und wie gesagt, passt sich echt schön dem Fuß an. Ihr könnt das sehen. Also, ja, lohnt sich auf alle Fälle, das mal auszuprobieren. Einfach für ein, ja, schönes Nebenbei-Projekt und hat wirklich Spaß gemacht. Gerade die Wolle finde ich echt schön und super schön weich und kuschelig. Hat Spaß gemacht. Kommt, ich weiß nicht, ob es in die Geschenkekiste kommt oder sogar in die Spendenkiste. Ja, müssen wir noch sehen. Grüne Socken würde ja passen. Mal gucken. Aber meine Bananensocken, die sind fertig geworden. Das war, wie gesagt, so ein Nebenbei-Projekt. Die Woche. Ja. Dann, was ist als zweites fertig geworden? Natürlich, wir sind ja, oder jetzt hat die Sock Madness so richtig gestartet. Und natürlich sind diese beiden Schätzchen hier fertig geworden. Also, jetzt habe ich zwei. Letzte Woche hatte ich ja noch eine Socke und war bei der zweiten, ich glaube, gerade das Bündchen. Oder hatte ich dann die Luftballon schon? Bin ich mal. Ich glaube, ich hatte die Ballonsocke auch schon bei der zweiten. Ja, ging natürlich um einige schneller, die zweite. Nicht wundern, das ist hier ein bisschen. Ich habe einfach nur verschiedene Sockenbretter. Deswegen dehnt sich es hier ein bisschen stärker aus. Ist aber gleich. Ja. Das war natürlich die Qualifikationsrunde für die Sock Madness.
Es sind die Socken Leicht von Annette von der Leutnitz. Und die sind wunderschön mit diesen Luftballons und dem Mädchen, das hier so schön schwebt. Also gerade hier kann man das super schön erkennen. Und ich habe jetzt so viele Variationen gesehen. Das ist ja, ich finde, das ist ja so schön einfach bei der Madness. Es sind ja so viele, die da stricken, die hier wunderschöne Farbkombinationen hatten. Man kann ja, also gerade hier für die Luftballons, das heißt ja, man kann eigentlich 34 verschiedene Reste nehmen, also 34 verschiedene Farben. Dann hätte jeder Luftballon eine andere. Und man braucht halt mindestens 4. Das habe ich jetzt gemacht mit den mindestens 4 Farben, weil ich ja tatsächlich das Problem hatte, dass ich kurz vor der Madness ja noch meine ganzen Sockenwollreste oder viele der Sockenwollreste in meine Sitzkissen verhängelt hatte. Vor ein paar Videos hatte ich das ja mal gezeigt, beziehungsweise die Anleitung zu den Sitzkissen ist auch schon online. Da könnt ihr gerne auch mal reingucken. Ist übrigens ein super Projekt, um Reste zu verwerten. Aber ja, da stand ich halt da und hatte nicht mehr so viele Sockenwollreste und habe mich dann für die 4 Knoll entschieden. Aber es gibt super tolle Farbkombinationen. Also guck mal, was mir super gut gefällt, ist auch hier von Monika von Moma Strickwelt. Die hat hier einen blauen Hintergrund und die Luftballons, die gehen wirklich von ja, so einem hellen Gelb bis hin zu einem dunklen Lila in einem richtig schönen Farbverlauf. Das sieht auch super schön aus. Oder eins, was mich auch fasziniert hat, war, da hat eine die einen Socken tatsächlich so in Rottönen und auf der anderen Socke alles so in Grün-Blautönen. Sah auch wunderschön aus bei der Sockmetness. Oder eine, die hat wirklich hier eine komplett graue Socke. Ich glaube, das Mädchen ist in Schwarz. Die Luftballons haben verschiedene Grau- und Weißtöne und einer ist rot. Das sieht auch einfach mega aus. Also echt schön und hat mir sehr gut gefallen. Bin qualifiziert heute Morgen, also ich nehme jetzt tatsächlich freitags auf, weil ich es meistens nehme ich ja inzwischen donnerstags auf und lade es für Freitag hoch, aber gestern hatte ich nicht so viel Zeit. Deswegen heute Freitag und heute Morgen kam schon die Teamaufteilung. Da waren die recht flott, weil die Qualifikation war ja am Donnerstagabend zu Ende. Und ich gucke gerade, ich habe gerade auch eine... aber das ist eine andere Nachricht. Ich habe nämlich gerade eine Nachricht bekommen und ich hatte ja meine E-Mails habe ich so eingestellt, dass die Sock Madness E-Mails Priorität haben. Das heißt, da kriege ich sofort eine Benachrichtigung, wenn die da ist, damit ich natürlich gleich loslegen kann. Jetzt, wo man in Teams ist, kommt es ja auch ein bisschen auf die Zeit darauf an. Hier hatte man ja zum Glück 2 Wochen Zeit, die ich mir auch gelassen habe. Aber bei... bei der Madness, jetzt bei den Runden, ich bin in Team Peach, also P. Ich glaube, das ist auch eine der schnelleren. Ich war auch letztes Jahr, war ich Team V, das war eins der absolut schnellsten Teams. Also von dem her, mal gucken. Ich glaube, das wird schon sportlich. Mal sehen. Aber die sind auf alle Fälle wunderschön geworden und wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, guckt euch mal noch den letzten Podcast an. Da erkläre ich einiges zur Konstruktion und noch ein bisschen mehr dazu. Aber dadurch, dass das, ihr habt die wahrscheinlich bei vielen jetzt inzwischen gesehen. Und da will ich euch nicht auch noch langweilen von dem her. Ja, das ist das Zweite, was fertig geworden ist. Genau. Dann... da ging nicht allzu viel weiter. Die hatte ich euch ja beim letzten Mal gezeigt, meine Stinos aus dieser Online-Sockenwolle. Da hatte ich das zweite jetzt angeschlagen. Ich habe überhaupt nicht abgewickelt. Also ihr seht schon, fängt ganz woanders an. Aber viel weiter bin ich da tatsächlich nicht gekommen beim Stino-Strecken. Ja. Aber es sind super schöne Farben und das ist einfach so ein,
wie soll ich sagen, ein Nebenbei-Projekt, vor allem mein abends auf dem Sofa, wir gucken noch was an, wenn das Kind hoffentlich endlich mal schläft. Und das war die Woche etwas schwierig. Die Kleine hat ein bisschen länger gebraucht, jetzt immer abends zum Einschlafen. Und ja, dann verringert sich da die Strickzeit für sowas. Aber mache ich mir keine Sorgen, die werden irgendwann fertig. Das ist auch ungefähr eine Größe 38. Ich weiß noch nicht, ob ich die selbst behalte oder ob die auch in die Geschenkekiste wandern. Ja, Stinos online. Wie gesagt, guckt euch gerne mal die Serie an. Das ist, ich glaube, die sogar mit Seide. Und die haben aus der Serie verschiedene, mit so selbststreifender Wolle eben, verschiedene Farben, finde ich super schön. Aber gerade die, das sind so schöne Pastelltöne einfach. Und das, ja, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich mag sie sehr gerne. Und finde, das ist sehr niedlich geworden. Also guckt euch da gerne mal die Serie an von online. Und ja, vielleicht findet ihr da auch schöne streifende Wolle. So. Dann, was ist noch vorangegangen, weil das ist jetzt alles, wie gesagt, nicht mehr fertig, leider. Hier mein Jäckchen. Es haben sich ja super, super schön, ich freue mich, es haben sich ja ein paar schon zum Teststricken angemeldet. Also ihr seht, ich bin nicht viel weiter gekommen, einfach weil ich viel am Anleitung schreiben war und am Durchrechnen und das erfordert sehr viel Konzentration und bin ich noch nicht ganz so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte. Außerdem habe ich hier das Bündchen noch ein paar Mal neu gemacht. Naja, so ist das halt beim Designen, ne? Manche Dinge muss man dann doch öfters mal probieren. Und ja, aber inzwischen gefällt mir das eigentlich ganz gut. Also ich glaube, ich werde das tatsächlich so lassen, wenn man das wäscht und schön legt. Dann glaube ich, ist das auch ganz gut so. Die Seite habe ich noch nicht, aber würde dann auch noch mal so kommen. Ja, wie gesagt, ich glaube, das passt ganz gut so. Und ja, jetzt war ich am Ärmel und da muss ich halt auch tüfteln mit ja, wann abnehmen und wie ich die Abnahmen da einarbeite und so weiter. Deswegen ist das auch leider etwas langsamer vorangegangen, als ich erhofft hatte. Deswegen auch an alle Teststrickerinnen, die sich schon gemeldet haben. Wie gesagt, ich habe allen geantwortet per E-Mail. Die Anleitung kommt, es kann aber noch ein bisschen dauern. Ich will wirklich alles erstmal fertig haben und dann, ja. Wer sich noch melden will, also gerade für die kleinen Größen, ich glaube so 62, 68 zum Beispiel, habe ich noch niemanden. Könnt ihr gerne schreiben. Wie gesagt, das ist ein Hebemaschenmuster, also keine Angst, das sind zwar viele Farben, aber es ist kein Colorwork. Es ist dieses Hebemaschenmuster. So, also, ja. Und ihr könnt das eigentlich auch zweifarbig stricken oder dreifarbig, also ihr müsst es auch nicht so in Regenbogenfarben stricken. Ich bin eigentlich auch froh, wenn ich dann, das was ich auch vorhin gesagt hatte zur Sock Madness, ich finde das echt schön. Wenn man einfach sieht, wie so ein Design in so vielen verschiedenen Farben und Variationen dann ja, wirklich lebendig wird einfach dadurch. Ja, ist ein einfacher Raglan von oben, wird in Reihen gestrickt, ist also vom Stricken her absolut kein Hexenwerk, von dem her, wer sich da noch melden möchte, super, super gerne. Ich habe es jetzt aus einer einfachen Baumwolle gestrickt mit, was sind denn das? Dreier bzw. zweieinhalber Nadeln. Also, ja, nur dass ihr da Bescheid wisst, euch vielleicht schon mal Wolle zusammensuchen könnt. Und das ist das Jäckchen. Und ich hoffe, es bis nächste Woche wirklich fertig zu haben. Aber wir müssen ja sehen, wie gesagt, wann die Sock Madness losgeht. Das könnte nämlich tatsächlich sein, dass es jetzt am Wochenende schon losgeht. Ich hatte tatsächlich gedacht, auch mit der Teameinteilung, das wird ein bisschen länger dauern. Ja, wir lassen uns überraschen.
Genau, dann, woran habe ich noch weiter gewerkelt? Und zwar einmal hoch habe ich noch Colorwork-Socken angeschlagen. Bin ich noch nicht sehr weit. Die sind toe-up. Sagen, die Spitze ist mir fast ein bisschen zu spitz geworden. Aber am Fuß sieht das gar nicht mal schlecht aus. Und ist in zwei verschiedenen Blautönen. Wie ihr sehen könnt, da sind verschiedene Fische. So. Und habe ich noch ein kleines Feature eingebaut. Und zwar, deswegen will ich die Socken auch Regenbogenfisch nennen. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt. So. Wir sehen. Hier ist ein kleiner Regenbogenfisch mit Glitzer. Natürlich. So, das soll auch bei dem einen Fisch bleiben. Ja. Also wie gesagt, da bin ich auch noch am Tüfteln, am Rumprobieren, aber da hatte ich so ein bisschen die Idee. Und deswegen werden eben diese Regenbogenfischsocken und da hoffe ich auch ein bisschen weiterzukommen und will dann die Anleitung auch schreiben und da sage ich auch Bescheid, werde ich sicherlich auch Tester brauchen. Aber eigentlich ist es ein simples Colorwork, also keine Angst, das ist wirklich machbar. Toe-up mit super süßen Fischchen. So, finde ich echt schön. Ist wirklich niedlich geworden. Und es sind hier, also für den einen Regenbogenfisch, da strickt man quasi 10 Reihen mal. Also wirklich aber nur für den Fisch, für die paar Maschen, dreifarbig. Ansonsten ist es eigentlich zweifarbiges Stranded Colorwork. Also es ist auch kein Hexenwerk. Ja, gefällt mir aber sehr, sehr gut. Und mal gucken, wie das dann weitergeht. Also bleibt gespannt, wie die Fische sich entwickeln und wo die noch hinschwimmen. Ja, und dann, weil mir natürlich nicht langweilig genug war, nein, weil mir zu langweilig war, mit allem, was ich habe, habe ich natürlich noch was Neues angestrickt, beziehungsweise es steht bei mir eigentlich schon wirklich lange auf dem Plan. Aber ich habe gesagt, jetzt muss ich es wirklich mal anfangen. Es ist nämlich folgendes. Ich bin am 1. April, genau, am 1. April, am Samstag in Leipzig auf der Wollmesse. Oh, da freue ich mich echt schon. Mit einer Freundin fahren wir dahin, haben auch schon die Zugtickets und alles. Und da bin ich wirklich schon gespannt und dafür wollte ich natürlich auch unbedingt was Selbstgestricktes anziehen. Aber halt, das ist ja schon 1. April, also es kann warm sein, muss aber noch nicht. Von dem her habe ich sowas irgendwie dazwischen quasi gebraucht. Und ich will ja schon seit längerem hier aus diesem Buch, das habe ich euch ja, ich glaube Anfang des Jahres schon mal vorgestellt, da will ich ja dieses eine Modell stricken. Wo habe ich es denn? So. Hier. Und zwar diesen Longpulli. Also der so ein bisschen länger über den Po drüber geht. Weil es einfach zu Leggings super gut aussieht, finde ich. Und ja, den wollte ich einfach stricken. Und habe dazu eine Wolle gewählt und zwar Bändchengarn. Ich habe ja Maschenproben und alles schon gemacht gehabt. Ich habe es nur noch nicht geschafft anzustricken. Und zwar ist das Creative Cotton von Rico Design. Das ist 50% Baumwolle und 50% Poly. Also dadurch, dass eben 50% Baumwolle ist, ist es nicht zu warm. Falls es doch kalt sein sollte, kann man immer noch was drüber ziehen bzw. was drunter ziehen. Falls es allerdings doch warm sein sollte, geht das eben mit der Baumwolle. Und so weit bin ich schon. Ja, sieht etwas klein aus. Also auf dem Modell, der hat einen Rollkragen, und zwar einen relativ großen Rollkragen. Also es sind wirklich ja, mehrere Zentimeter, ein großer Rollkragen.
Das wollte ich tatsächlich nicht, weil es eben auch eine Baumwolle ist. Dementsprechend habe ich das verkürzt und es ist wirklich, also es ist ungefähr auf die Höhe kommt es dann hier. Finde ich sehr schön. Ist ja einfach ein zwei rechts, zwei links Rippchenmuster mit einem einfachen Raglan, also nicht schwer. Hinten ein paar verkürzte Reihen. Ihr seht schon, das steht auch hinten ein bisschen höher als vorne. Das sitzt auch richtig gut. Ich hatte den schon an bei der Armabtrennung. Und ja, bin jetzt schon ein Stückchen über der Armabtrennung. Hier folgen noch ein paar Zentimeter ein Rippchenmuster und danach wird glatt rechts einfach runtergestrickt. Ja, ich habe hier jetzt schon drei Knäuel drin, a 50 Gramm. Und ich denke, es werden auch noch ein paar. Es sieht jetzt etwas klein aus, aber ne, ihr wisst ja, die Rippchen ziehen sich noch durchaus auseinander. Und das wird auf alle Fälle werden. Ich habe jetzt, ich glaube, hier die L angestrickt. Genau, ich habe die L angestrickt, die passt oben ganz gut und auch hier. Habe nur bei den Raglan-Zunahmen, ich glaube, zwei mehr gemacht, weil ich hatte es, wie gesagt, anprobiert. Dann habe ich gedacht, naja, da kann ich noch zwei machen. Finde das, wie gesagt, sehr, sehr schön. Und das Baumwollgarn ist einfach toll. Also dieses Baumwoll-Acrylmix, dieses Bändchengarn, das sind doch wunderschöne Frühlingsfarben und da freue ich mich wirklich drauf. Und ja, das hat so ein bisschen meine Stilos abgelöst. Weil es halt einfach nur zwei rechts, zwei links ist, ne? Und sich das sehr, sehr schön nebenbei stricken lässt. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass ich es bis zum 1. April fertig kriege. Sollte eigentlich machbar sein. Wir haben jetzt den 3. März heute. Und ich bin ja schon ein gutes Stück. Und ja, weil ich das eben, wie gesagt, super gerne da anziehen möchte. Freue mich schon drauf. Und ja. Ich mag einfach solche, wie gesagt, solche etwas längeren Pullover gerne, weil man die dann super gut einfach mal zu einer Leggings oder sowas anziehen kann. Und ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich nicht vielleicht tatsächlich erstmal hier am Körper, also wie gesagt, das ist der Rest vom dritten Knäuel. Und bin am Überlegen, ob ich nicht erstmal die Ärmel fertig mache und dann einfach sage, dann habe ich noch. Ja, kann quasi den Rest einfach komplett in den Körper stricken. Und wenn es länger wird, wird es länger und wenn nicht, eben nicht. Ich glaube, ich habe insgesamt aber noch 8 Knäuel. Von dem her, ich müsste es auch, glaube ich, nicht. Ja, mal gucken. Vielleicht habt ihr auch Ideen, wie ich es da vernünftiger anstelle. Aber ich denke, das wächst noch ein Stückchen und bin ganz happy. Das ist echt cool. Und ja, einfach ein schönes Projekt, ein einfaches Projekt, aber doch sehr effektvoll. Ich wollte es auch nicht, ich habe nämlich schon lange überlegt, ich habe ja dieses Bändchengarn, ich glaube letztes Jahr im Sommer oder so gekauft, schon lange überlegt, was ich damit mache, aber etwas zu musterndes oder so wäre auch nicht einfach nicht schön bei der Wolle. Da kommt das einfach nicht gut rüber. Und ich finde das gerade schön mit diesen immer wieder so Fliedertönen und ein bisschen gelblicher und so. Das ist auch einfach schön. Und ich glaube, sehr, sehr angenehm zu tragen dann. Und ja, da freue ich mich dann darauf. Ja, und eigentlich war es das auch schon, was ich auf den Nadeln habe. Heute keine allzu lange Folge. Aber macht ja nichts. Ist ja gerade, wie gesagt, auch nicht so viel auf den Nadeln. Ich will auch noch meinen Poet irgendwann fertig kriegen, aber ob ich den noch rechtzeitig für Leipzig fertig kriege, oh, das ist fraglich. Deswegen einfach mal hier weitermachen und mal gucken. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das guckt. Und wir sehen uns hoffentlich dann
nächste Woche wieder. Tschüss.